Als nächstes Unboxing ein LG BH10SL38 Blu-ray Brenner. 10-fach Blu-ray, lesen, schreiben. 48-fach CD lesen. Was hat er noch? Ja, 10-fach Blu-ray auch lesen, da habe ich schon recht gehabt. DVD schreiben und lesen auch 16-fach passt. War günstig der Aufpreis von einem Blu-ray-Aufwerk mit 60 Euro zu einem Blu-ray-Brenner mit 70 Euro ist derzeit wirklich ein Witz. Hat SATA mit 1,5 GB pro Sekunde, also nicht wirklich schnell. So. Oh, eine Velvetine Blu-ray Rolling wird mitgeliefert. Ich habe nochmal 10. Einfach nur, was willst du mit einem Brenner ohne Rolling? Also, wenn, dann sollte man schon auch Rohlinge daheim haben, ob man die jetzt braucht oder nicht. Ich werde sie jetzt nicht unboxen, weil erstens brauche ich sie nicht, ich weiß noch nicht für was. Ich wollte halt einfach nur die 10 Euro, die zahle ich für einen Brenner. Brauche ich jetzt noch nicht. Irgendein Backup vielleicht, keine Ahnung. Fotos kann ich backupen. Ich habe eigentlich mega viele Fotos drauf. Das Zeug kommt weg. So. Was haben wir hier? Ein Power Adapter Cable von SATA auf normal. Nee. Brauche ich das? Das brauche ich. Also ein ganz normales Stromkabel. Ja. Hey, SATA, ich bin echt ausgestiegen vor SATA damals. Ein SATA Kabel quasi. Vier kleine Muselschrauben. Was haben wir noch? Irgendwas mit Batterien. Limited Warranty, ja, ist gut. Rewriter, Owner's Manual, ja, Bedienungsanleitung. Okay, passt, ich kann Laufwerk einbauen, ich bin nicht dumm. Multi-Blue Installer for Windows, okay, Treiber. Gibt es da eigentlich auch eine Brenner-Software dazu? Steht es da vielleicht drauf auf diese CD? LG Burning Tool, ah, Cyberlink Power DVD. Also es ist ein Brennprogramm drauf, Power DVD. Power Producer, Power Backup, Media Show und UCAM. Okay, also ich brauche nur das Brennprogramm, das Burning Tool und Power DVD. Was anderes brauche ich nicht. So. Okay. Und hier kommt der Brenner. Müsste ein schwarzer sein, oder? Schaut denn das komisch aus? Früher war das alles offen hinten bei den Laufwerken. Jetzt haben wir hier SATA-Anschluss, 1,5 Gigabit pro Sekunde. Schwarz vorne, sieht geil aus, mit. Und nochmal Folie. LG Blu-ray Disc Writer. So. BH10LS38. Kostet wie gesagt jetzt irgendwas zwischen 60 und 80 Euro. Alles Preise immer. Und kommen mit neuen Gaming-PC. Ciao.